Nur der Wert. Verstehst du? Das geht weiter. Das sind drei Elemente. Level. Die Complete sind jeweils in einem Complete. Ja, das muss weitergehen. Ich habe die ganze Zeit das an dem Kabel. Die Batterie geht nicht leer. Ja. Batterie fully charged. Die Platine war voll. Ich musste ein bisschen freimachen, löschen, weil ich schon auf den Rechner gezogen habe. Das ging. Verstehst du? Es muss weitergehen. Es geht weiter. Was ist da? Du bist also in dieser Weggabelung und bist richtig. Das ist ein ganz normaler Mann. So, dann entscheidest du eine richtige Entscheidung und gehst den Gang lang und dann plötzlich kommst du zu einem Stoppschild. Aber die Entscheidung, die du getroffen hast, dass du diesen Gang wählst, ist richtig. Du hast alle möglichen Details-Rules. Du musst halt nicht erst dir überlegen, wie mache ich das jetzt? Wenn du ein Mann bist, Zinkertilliarde von Details habe ich die ganze Zeit. Ich habe das alles immer in der Sekunde schon. Die ganze Zeit immer. Ich habe immer alles. Ich bleibe richtig. Du musst einfach nur raffen, was richtig heißt. Du Present. Ihr Presence müsst noch begreifen, was richtig heißt. Und dann seid ihr entheddert und seid nicht mehr present. Und das ist zum Beispiel auch Razer, was meine Aufgabe ist. Ich entheddere Presence. Ich erkläre Presence, wie die richtig sind. Verstehst du? Dann sind mehr Menschen als vorher wert und dadurch dann nicht Gefahr. Und auch Büro. Das Schreiben Gefahr, Sie müssen verstehen, was das heißt, wenn Leute irgendeinen Schwachsinn schreiben und gegen Leute klagen, obwohl das Schwachsinn ist. Aber weil der Riesen viel Wert hat, dann nimmt man das irgendwie doch ein bisschen ernst und weil man will das irgendwie nicht wahrhaben, dass der so wenig weiß, wenn dir das aber klar ist, dass der present ist, ja. Ja, Büro, was denn dagegen? Wenn der ein Starlab-Mann wie ist, aber der ist ein Present, hast du, ja, was machst du denn dann? Verstehst du, was willst du denn dann machen? Und das darf nicht sein, dass solche Leute so wenig sind. Wir knallen nicht nur einfach alle Presents ab, sondern wir entheddern die Presents und erklären denen, wie die richtig werden. Ja, weil der Present ist in der Weggabelung, ja, und entscheidet sich für den falschen Weg, aber nicht bewusst, was der hat. Weil der hat richtig gesetzt, entscheidet der sich für einen Weg. Ich weiß nicht genau, was der hat, weil der Present, das ist ja nicht irgendwas, das wert ist. Was der Present hat. Aber der Present entscheidet sich für einen von den beiden Wegen und das ist nicht der richtige Weg, sondern der falsche Weg. Und dann, ja, das ist der falsche Weg für. Das heißt nicht, dass du falsch bist, wenn du den falschen Weg gehst. Ist Gesetz. Wenn ein ganz erstes Videospiel ist, zum Beispiel, ja, dann bist du nicht Game Over, nur weil du da lang gehst, sondern du gehst da rein, kommst zu dem Stoppschild, dann gehst halt wieder zurück zur Weggabelung und nimmst den anderen Weg. Ist richtig. Und das ist alles richtig und ohne Widersprüche. Ja, wahr ist das, ja. So, wir haben jetzt die Rule, kein Zurück. Und wenn wir haben, dass das richtig ist, dann ist das eben kein Zurück. Verstehst du? Ich gehe zu dem Stoppschild und dann drehe ich mich um und gehe wieder zurück bis zu der Weggabelung und gehe dann den richtigen Weg entlang. Während ich die ganze Zeit richtig bleibe, ist ein Satz. Und in dem Satz verwende ich zwar den Ausdruck zurück, aber es ist in dem Satz schon Teil des Contentes, dass es ja nicht zurück ist. Obwohl ich den Ausdruck zurück verwende, ist kein Widerspruch, sondern Mensch. Ein Mann, ein Elementarer, das ist ein Höherer, das ist ein richtiger Satz. Verstehen Sie? Ein Satz enthält Details, die nicht wahr sind. Und genauso wie dieser Satz, den ich gerade gesagt habe. Ein Satz enthält Details, die nicht wahr sind. Und das sind keine Details. Also ist das alles Schwachsinn. Das ist draußen. Ja. Verstehst du, das sind immer Presents, die da denken. Also ist das alles Schwachsinn. Ja, die meinen das nicht wahr. Ja, das stimmt nicht. Verstehst du? Ja, die meinen das doch wahr. Die Presents denken Dreck als Regeln und raffen nichts. Und die, die Wert zerhacken, ja, die sind real. Verstehst du? Es gibt welche, die meinen das nicht wahr. Und es gibt welche, die meinen das wahr. Das ist alles gemixt. Richtig ist, dass ich einen Satz sage und ich habe Content. Ich habe richtig gesetzt. Also, was ich habe. Dass ich den Satz wahr meine. Dass ich den Satz wahr habe. Beides dann. Jetzt habe ich beides gesagt. Dass ich den Satz wahr meine. Dass ich den Satz wahr habe. Dass ich habe, dass der Satz Content ist. Wieso sage ich jetzt drei? Das ist nicht immer nur eins. Ich habe drei gesagt. Wissen Sie, was das heißt? Zum Beispiel, das muss jeder für mich haben. Dass das für mich richtig ist, dass ich das tue. Ich sage nicht, was falsch ist und dann verbessere ich mich. Wer so denkt, hat doch nicht mal alle. Ich bin richtig, das heißt, alles, was ich tue, ist richtig. Und ich habe das in echt, Rules, Gesetzbüro, ich kann das schreiben und schicke das dahin, wieso das richtig ist.
Ja. Denn alle drei sind richtig. Ich behalte alle drei. Verstehen Sie? Ich meine das wahr. Ich sage einen Satz und ich meine den wahr. Ich sage einen Satz und ich habe den wahr. Ich sage einen Satz und dieser Satz hat Content. Alle drei sind das gleiche und nicht widersprüchlich, weil es ist kein Meinen. Ja, aber, ja, das ist ja da drin, dass das kein Meinen ist. Und das haben Sie ja natürlich gerafft, schon während ich den Satz sage, wenn Sie raffen, dass ich richtig gesetzt bin. Ja. Sie müssen raffen, dass ich für mich keine Fehler mache. In echt, verstehen Sie, alles, was ich sage, habe ich, ist zumindest ein Mittel zum Zweck. Verstehen Sie? Ich benutze das Meinen als Mittel zum Zweck für mein fast besseres Komplettleben. Ist es halt Lepkes Razor, The Tazard, Entertainment, King Size, Kanone, Krone, richtig kompliziert, Kommandant. Und die Lab, selbst die Lab. Ja. Haben. Dass ich ein Hochhörer-Lab bin, sonst wäre ich nicht auf YouTube mit jetzt 1800 Videos. Ja. Ich stocke auf 1800 Videos. Ich komme jetzt während dieser Zeit. Man muss Phase auch verwenden, ne? Ja. Man lässt sich nicht unterhalten, dann verwendest du doch auch Phase, ja. Ja. Während dieser Videorekord bauen Phase. Bis zum nächsten Onsetzen komme ich nicht auf 1900, habe ich schon. Aber ich baue auch super geile Videos. Das hier ist zum Beispiel ein Dreiteiler in the Morning. Ja, geht nicht anders. Ich wach auf mit total viel Content. Ich bin wacker. Und Mann, ich bin hoch. Content ist Quell haben, ist richtig, ne? Und jetzt, je equeller der Content ist dem haben, desto besser. Und das ist Level haben, verstehst du? Ja. Das hat nicht jeder ein Hochlab da steht, ist ja momentan. Also ein Hörlab. Ein Mann immer ist ein Hörlab. Ist endlich. Also das Konzept für die Menschheit, was wir irgendwann sind. Aber das ist noch nicht umgesetzt, sondern wir haben Menschen, die sind Hörlab. Und wir haben Menschen, die sind in den Leveln. Ja. Und nicht Hörlab. Und das ist kein Widerspruch, weil das sind keine Menschen. Die, die in den Leveln sind. Und die, die nicht Hörlab sind. Aber das kannst du denen ja nicht antun. Und deswegen nennst du die ja doch Menschen. Verstehst du, was ich meine? Aber worauf es ankommt, ist, dass ich das ja die ganze Zeit weiß. Wenn ich sage, nur Hörlab Menschen sind Menschen. Ja. Und die Menschen in den anderen Leveln. Ja. Die sind halt nicht Hörlab. Ja. Dann ist mit diesem Satz, dieser Satz ist korrekt. Dieser Satz hat keine Widersprüche und das müssen Sie raffen, sonst sind Sie present. Verstehen Sie, weil ich habe richtig gesetzt. Das heißt, ich habe, dass das richtig ist, was ich sage. Und ich habe ja tatsächlich auch jetzt in dem Moment schon die ganzen Details, Rules richtig, wieso das alles richtig ist, was ich sage. Und ich sehe nicht ein, ja, während wir miteinander uns treffen und ich so einen Satz sage, dann unterbrechen Sie mich. Fehler hätten Sie angeblich gefunden, denken Sie, das sind Presence. Weil ich habe Büro richtig gesetzt, alles, was ich sage, ist richtig und ich habe den Satz nicht beendet. Und da war schon ein Fehler drin. Nee, war nicht, weil Sie hören den kompletten Satz, ja. Und dann hat der Satz einen Complete Content, ja. Hab ich, verstehen Sie, ich habe ja richtig gesetzt. Ich habe Büro, hinterher im Endeffekt, ich sitze aber da und schreibe, ich werde nicht dann festgenommen, weil das schon bewiesen ist, dass das ja falsch war, ja. Sondern ich kann schreiben. Und ich schreibe, dass ich den Satz nicht beendet habe, weil Sie haben mich unterbrochen. Also können Sie überhaupt nicht beurteilen, ob der Satz Content hat oder nicht. Perfekt. Komplett, ja. Und dann ist der weg. In dem Zusammenhang habe ich hoch. Ja, das reicht schon. Verstehst du? Die Presence raffen das nur nicht, dass das Gesetz ist. Die Presence leben nicht Gesetz. Die Presence denken, im Record musst du eine andere Sprache sprechen als sonst. Die Presence sind hin und her. Die Presence laufen bis zu dem Stoppschild und wissen nicht weiter. Ein Present steht vor dem Stoppschild und weiß nicht weiter. Ja. Und ein Ruler, ein Elementarer, ein Mann. Steht vor dem Stoppschild. Während ich hoch habe für das Stoppschild. Habe ich jetzt sogar gesagt. Das wäre ja eh, verstehst du? Ja, das ist doch eh. Ja, unter der Schnapp gegen ist ja auch eh. Ja. Ja, klar, ist halt eh richtig. Ich JA, was anderes sehe ich nicht ein. Und das ist ein Mann. Verstehen Sie?
Ein Present sieht zwischendurch ein, dass er nicht recht hatte. Ja, dann ist er in 50 Zusammenhängen kein Wert und sieht das ein. Und dann lassen die den wieder frei und dann darf er wieder in seinen Raumhafen zurück. Und der geht aber hin und her. Da, wenn er jetzt wieder in seinem Raumhafen ist, dann sieht er das nämlich doch nicht ein. Und dann hat er Hass gegen diese Gesellschaft. Wenn der da ist im Zusammenhang, wo der das einsehen muss, ja, dann sieht er das ein, dass er kein Recht hat. Ja, aber das kann ein Leben ja gar nicht einsehen. Der sieht das aber trotzdem in echt ein da. Und das ist ein Hin und Her. Der sieht das in echt ein. Ein Hin und Her meint er immer wahr, da wo der ist. Der sieht das da ein, dass der nicht alles richtig gemacht hat. Aber alles im Zusammenhang sieht er halt nicht ein. Und die, die das Hin und Her perfektioniert haben, haben das schon. Dann da in dem Moment, wo der das zwar einsieht, dass der das ja eigentlich nicht einsieht, aber das heißt, dass er das nicht einsieht in dem Moment, sondern der behandelt. Und der hat aber hoch, aber so ein Present sieht eigentlich nie irgendwas ein. In echt, du kannst dem Present nicht vertrauen, der hin und her geht. Der geht nur hin und her. Wenn der wieder in seinem Raumhafen ist, dann sind die ganzen Justizbeamten, bei denen der das vorhin eingesehen hat, Dreck. Weil er geht hin und her und baut sie dann unter. Sie können dem Present nicht vertrauen. Verstehen Sie? Ja. Ein Präsident kann das sogar haben, dass er da reingeht und wahr hat, wenn sie tatsächlich hoch haben für einen. Ja. Ja, mir kann ein Präsident niemals irgendwas vorgaukeln. Das ist wahr, weil ich habe ihn echt hoch. Ein Präsident, der das haben will, hoch in der Methode dort und das auch wortlaut sagt, dass er einsieht, aber in echt sieht er nicht ein. Ja, das ist nicht versteckt für mich. Ich habe das. Dass er wieder hin und her will. Ja. Wir müssen unsere ganzen Präsidents bauen. Man muss konstant richtig sein. Die müssen nur verstehen, wie das geht. Erstmal, YouTube Razer sagt, es geht. Es ist möglich, dass du konstant richtig bleibst. Es gibt immer genug Rules dafür, wie das möglich ist, dass du wert bleibst und richtig gehandelt hast. Right Complete Star Commander, Korrespondent on Lab. Du bist in der Weggabelung, ja, und bist richtig und gehst den Weg entlang. Und das ist der falsche Weg und du kommst zu dem Stoppschild, aber du bleibst richtig und das ist ohne Widersprüche, bleibt. Muss! Verstehst du? Ja. Sonst wäre es ja weg. Aber du kannst ja nicht einsehen, dass er weg ist. Wieso solltest du doch einsehen, dass du jetzt stirbst? Du kannst ja auch zurückgehen zu der Weggabelung und dann den anderen Weg gehen. Ja. Kannst ja machen. Ja, also stirbst du nämlich nicht. Nur weil du den falschen Weg gegangen bist. Das ist nicht der richtige Weg. Jetzt sind die beiden Wege und einer ist richtig, einer ist falsch. Ja. Ja, ich kann das sogar haben, dass ich das hoch habe, dass dieser Weg falsch ist und ich gehe den falschen Weg, während ich richtig bin. Und das ist kein Widerspruch, der dazu führt, dass ich nicht wert wäre, weil ich mir nicht widerspreche. Verstehen Sie? Weil ich gehe den Weg bis zu dem Stoppschild und dann gehe ich wieder zurück zur Geweggabelung. Verstehen Sie, wie einfach das doch ist? Ich könnte heulen! So, diese drei Videos hier ansehen. Alle Menschen. Ja, der Menschheit und dann gibt es keine Präsenz mehr. Wahr ist dann, weil sie raffen dann alle. Weil ich habe perfekt für alle raffen das, wie man nicht ein Present ist, sondern richtig. Verstehen Sie? Sie haben eine Weggabelung mit zwei Wegen. Habe ich jetzt mittlerweile kreiert, dass zwei Wege sind. Anfangs hatte ich noch, das ist eine Weggabelung mit mehr Wegen, weil ich so viel habe. Aber einfach für alle. Du hast eine Weggabelung mit zwei Wegen, einer ist richtig, einer nicht. Du weißt aber nicht welcher. Ja, du kannst ja auch den richtigen Weg zuerst gehen, ist ja klar. Dann sollte man, wenn du dann weißt, welcher der richtige Weg ist, gehst du den richtigen Weg, ist ein richtiger. Ja, geh nicht da rein. Du gehst sowieso einen Weg zuerst. Du weißt genau, einer ist richtig und einer nicht. Dir passiert nichts, wenn du den falschen Weg gehst. Ja, und das musst du haben, dass der richtig ist. Du bleibst richtig. Du gehst da rein, um zu prüfen. Dann kannst du ja haben, ob das der richtige Weg ist. Aber das Allerwichtigste, was ein Mann hat, ist immer: Ich bleibe richtig. Ich bleibe wert. Du hast irgendeinen Wert hoch. Du bist wert. Du hast deinen Content, dass du wert bist, dass du richtig handelst, dass du richtig Equell Gesetz. Musst du sein. Content Equell haben, musst du sein. Du gehst den Weg und sobald ich das Stoppschild sehe, weiß ich, der andere Weg ist der richtige und dann gehe ich wieder zurück zur Weggabelung. Und gehe dann den richtigen Weg, bleibe die ganze Zeit konstant richtig, weil ich weiß, ich habe alles richtig gemacht. Ja. Es war richtig, den falschen Weg zu gehen, ist ein Satz richtig. Das musst du haben, wenn du ein Ruler bist, verstehst du? Und du kannst nicht einfach geschenkt bekommen, dass du nicht den falschen Weg genommen hast.
Du musst die Rules aber dafür haben, dass es richtig war, dass du den falschen Weg genommen hast. Verstehst du das? Und das ist kein Widerspruch, Salvisat. Aber wie kann das denn sein, dass es richtig ist, den falschen Weg zu nehmen? Ja, indem ich richtig bin, ja. Und ich nehme ja dann den richtigen Weg danach, zum Beispiel. Den kann man ja sagen, ja, wieso denn nicht? Das Allerwichtigste an der ganzen Sache ist für denjenigen, der die Aufgabe hat, nimm den richtigen Weg. Dass der richtig bleibt und den richtigen Weg dann nimmt, kannst du ja machen. Du gehst erst, du kommst zu der Weggabelung und dann, es gibt Leute, die nehmen sofort den richtigen Weg und es gibt Leute, die nehmen erst den falschen Weg und dann den richtigen Weg. Und jetzt ist das gelevelt vom Wert her, stimmt. Ja. Das kann man sich auch aussuchen jetzt an der Stelle für die Aufgabe. Oder, jetzt habe ich eine Frage gestellt, weil wenn du mehr Details lebst und wir haben so viele Details, ja, es ist gelevelt, ja. Du nimmst zuerst den richtigen Weg, ist höher wert. Du nimmst den falschen Weg, ist nicht höher wert. Das ist weniger wert, als wenn du zuerst den richtigen Weg nimmst. Du nimmst den richtigen Weg zuerst, ist höher wert. Wenn du zuerst den falschen Weg nimmst, ja, ein richtiger. Bleibt aber richtig und ein richtiger, der nimmt ja dann den richtigen Weg. Ja. Der zuerst den richtigen Weg nimmt, ist höher wert. Also die Aufgabe hat derjenige besser gelöst. Der den richtigen Weg nimmt zuerst und der den falschen Weg nimmt, ist aber trotzdem richtig und macht das alles richtig, dass es unsere Menschheit richtig haben. Jeder Trooper ist wert, verstehen Sie? Der Trooper ist nicht erschossen, nur weil er den falschen Weg nimmt, denn der nimmt den falschen Weg und ist weiterhin ein richtiger Trooper. Er ist ein richtiger Trooper, der den falschen Weg nimmt. Aber dieser richtige Trooper, der den falschen Weg nimmt, nimmt ja gar nicht den falschen Weg. Alles im Zusammenhang. Also wenn nur eins, verstehst du? Ja, wenn nur eins ist, um zu sehen, ja, was ist das Höchste? Verstehst du? Ja, das ist alles richtig, ohne Widersprüche. Wer das nicht rafft, ist präsent. Punkt, aus Ende. Ist jemand sich ein? In 300 Jahren haben wir diesen Record. Wer das nicht rafft, ist präsent. Ja. Ein richtiger, ja, nimmt den falschen Weg. Nicht, dass das muss, sondern das kann sein. Das ist ja in dem haben, ja. Und der nimmt ja dann den richtigen Weg. Das habe ich ja auf 100%. Dass ein richtiger definitiv den richtigen Weg nimmt. Aha. Wenn nur eins. Ja. Ein richtiger. Was tut er? Dann nimmt er den richtigen Weg. Und wann der den richtigen Weg nimmt, ist egal. Dafür, ob der den richtigen Weg nimmt, da ist er immer. Das ist wichtig. Dafür, ob. Egal. Irgendwas ist egal. Dafür, ob. Das ist richtig. Verstehst du? Du nimmst den richtigen Weg zuerst. Oder du nimmst erst den falschen Weg und dann den richtigen Weg. Beides geht. Beides ist ein richtiger. Und beides ist, der richtige Weg ist genommen. Der, der zuerst den richtigen Weg genommen hat, bekommt ein höheres Preisgeld, eine höhere Belohnung, mehr Multiadel und etc. Was ist das alles? Der, der den richtigen Weg zuerst nimmt, ist in dem Quest, ja, höher. Also der, der den richtigen Weg zuerst nimmt. Sofort. Der den richtigen Weg sofort nimmt, ja. Ja, zuerst auch noch. Ist ja beides. Das habe ich auch schon die ganze Zeit gesagt. Das bleibt dann beides. Ja, beides geht. Ja, zuerst und sofort. Ja, ohne Widersprüche. Ja, ist ja klar. Wenn beides geht, ist das ja natürlich ohne Widersprüche. Das ist ja schon logisch. Du nimmst sofort, also auch zuerst. Ja, natürlich zuerst. Ja, du nimmst nur einen Weg. So. Ob du den Weg jetzt genommen hast, wenn du nur einen Weg nimmst, und zwar den richtigen, zuerst den. Oder ob du das nicht getan hast. Dafür ob, ist das, auch da. Dann hast du den zuerst genommen, ja. Du musst verstehen, wie das läuft. Du hast den Weg zuerst genommen, ist das richtig und das wert. Das haben wir. Und wenn es dann darum geht, ob du den Weg zuerst genommen hast oder nicht, dann wäre es ja Dreck, wenn du den Weg nicht zuerst genommen hast. Das heißt, du hast den Weg zuerst genommen. Auch wenn du den Weg zuerst genommen hast. Ja, gerade dann, ja, ist ja schon klar. Ja, gerade dann ist höher als auch wenn. Aber damit alle mit sind, damit alle da treffen, damit keiner hinterher aufzeigt und sagt, das ist ein Fehler, das ist ein Fehler, das ist ein Fehler, das sind nur die Fehlersucher, die das aber nicht raffen, dass das hier alles überhaupt kein Fehler ist. Wenn einer irgendwas dagegen sagt, was ich sage,
ist der Present, weil er nicht schrafft hat, dass das richtig ist. Ich bin der Ultratest. Verstehen Sie? Ja, für unsere Menschheit. Und wenn Sie raffen, dass das alles richtig ist, sind wir Leben. Und die, die dagegen was haben wollen, sind Present. Die können wir aber immer noch bauen. Ist, man kann den Present enthedern und dem erklären, wie man richtig bleibt. Sie müssen behalten, dass ich richtig bin. Und das ist für Sie richtig. Ein Present ist nicht richtig. Ein Mann, ein elementarer Mann, ist ein Mann. Der muss behalten, dass der richtig ist. Content. Ein Mann ist permanent, konstant, content, richtig. Ja. So. Und was richtig, die Teil sag ich jetzt. Was zum Beispiel richtig ist, kann ich auch beginnen, wenn ich Details sage, ja, wieso nicht? Details. Kann zum Beispiel, ja, nee, ist ja doch, nee, ich sag, kann man wohl sagen, was ist, ja. Details von dem richtig von einem Mann ist 100% und 1000 Promille muss sein, dass ich Razor's Tazard, das hat Lepkes, ja, richtig bin. Ja, Sie müssen das haben. Ich bin Korrespondent on Lab. Und ich bin richtig. Und alle, die das haben, dass ich richtig bin, sind für mich auch richtig. Ja. Content. Wenn nur eins auf richtig und nicht. Und nur wer richtig ist, ist wert. Aber wer richtig ist, ist wert. Das ist irgendein Wert. Von Lehnsherr bis Urlaub. Büro, was da steht. Ja. Und wer nicht hat, dass ich richtig bin. Und zwar immer. Ist für mich Dreck. Ja, der untergehalten gehört weg. Ja. Ja, was denn bitte sonst? Verstehst du? Wenn einer hat, ich soll weg, dann sehe ich das ja nicht ein. Sie müssen einfach nur raffen, was richtig heißt. Alle, die richtig sind, sind Leute, Menschen, Leben, haben. Alles, was ich sage, was Wert hat, hat Wert und etc., etc., etc. Ja, ich bin richtig gesetzt. Verstehen Sie? Ja, ich setze mich jetzt hin und schreibe 1 Million Seiten, was diese 3 Videos bedeuten. Perfekt. Für mich, verstehst du? Ich setze den Stempel drauf und ich sage, dass das richtig gesetzt ist. Für mich perfekt, richtig, stimmt. Ich quäl diesen Videos, genau das ist das. Und dabei bleibe ich, heißt richtig gesetzt, verstehst du? Das ist richtig gesetzt. Und die Hin und Hers haben das nicht gelernt, dabei bleiben. Du kannst denen nicht vertrauen. Das heißt, die können überhaupt keine Aufgabe übernehmen in dieser Gesellschaft für egal irgendwas. Du musst richtig sein, sonst bist du falsch. Aber das ist daran so schwer zu verstehen. Present sind unterzuhalten. man kann haben. Zwei. Es gibt 2 Presents. Presents, die unterzuhalten sind, ist schon vollzogen. Wir haben das. Das soll. Und Presents, die noch einsehen können. Es ist ja noch nicht auf 100%, dass die einsehen. Deswegen kann man das haben. Dass man die auch Present nennt. Also es gibt 2 Presents. Das kann man haben, ist richtig. Ja, RAL. Es gibt Presents RAL. Und in diesen 2 Elementen, die keine Elemente sind, weil das ist ja nicht im Wert. Ja, ja, ich laber das aber einfach so, dann mein Element hält das unter. Ist das dann? Ist ja klar, ja. Ja, jeder Satz hat Content von mir, richtig? Und das ist nicht alles wahr. In dem Satz, aber der Satz ist wahr. Und das ist ein elementarer. Das ist unsere Gesellschaft. Weil wir haben Presence durch die Gegend laufen. Und deswegen, wenn du was sagst, ja, ist das für dein Haben behalten, ja. Richtig? Oft. Dass du in dem Satz irgendwas mit einbaust, was nicht wahr ist. Für dich auf 100%. Ja. Ja. Ich sage zum Beispiel einen Satz mit 10 Worten und nur 9 Worte sind Teil des Content. Und all das, was Teil des Content ist, ist wahr. Der Satz ist wahr. Und der Satz ist der Content. Alles, was Teil des Contents ist, ist der Satz. Verstehen Sie? Ja. Ich habe Content und bestehe aus Elementen. Ja. Und wenn ich einen Satz sage, ist dieser Satz Content. Und das heißt, alles, was in dem Satz wahr gemeint ist, von mir. Ohne dass ich sage gemein. Ja.
Ja, ohne das, ja. Ist Element in dem Element Satz. Und dieses Element ist Element in mir Content. Also der Satz, den ich sage, ist ein Element von mir. Also von meinem Content insgesamt. Und der Satz hat Content. Ja, wie ich das Letter habe, ja, das kann ich zwar auch sagen, das dauert dann aber jetzt wiederum eine halbe Stunde oder so, oder aber das Ding ist, das Wichtigste ist, alles ist richtig. Die ganze Zeit. Ich bleibe die ganze Zeit richtig. Wer das noch nicht mal hat, ich bin ein Test, ich sage es Ihnen, ja. Sie sind unter der Schnatt, wenn Sie denken, dass das nicht stimmt. Ja. Ich meine genau das. Das war nicht das. Im Endeffekt bekommt er die Gesetze dahingelegt. Ach so, das stimmt doch. Ja, und dann bekommt der Präsident geschenkt, dass ich nicht das gemeint hätte, was das Gesetz ist. Und das stimmt aber nicht. Ja, das ist nicht gemeint. Ja, habe ich ja. Sie müssen alles gerafft haben. Alles, was ich sage, was gesetzlich nicht wert ist, ist nicht Teil meines Contents. Während jeder Satz ein Content ist, Teil meines Contents, ja. Ja, die ganzen Contente, die ich sage, sind ja nicht widersprüchlich, sondern zusammen Teil meines Contents, ist ja logisch. Ein Satz hat Content von mir. Und was ist der Satz? War ist der Satz nur der Content. Und wenn ich jetzt einen Satz sage mit 10 Worten, aber nur 9 Worte sind tatsächlich Worte, weil ein Wort ist ein Ausdruck, ja. Es ist Schnatt, verstehen Sie? Ja. Weil wir Leben haben die 9 Worte, welche das sind, und diese 9 Worte bilden den Content. Und dann verstehen wir den Satz und genau das ist der Satz. Und wir filtern die Dummen heraus, das ist halt immer ein Ton hoch. Wer was dagegen sagt, das stimmt nicht. Wer das nicht rafft, verstehen Sie? Das von mir richtig gesetzt, ja intentiv, tatsächlich gemeint ist, von den 10 Worten, die ich sage, nur 9 Worte, sind ja Wert und Teil des Content und den Satz. Wer das nicht hat, ist jetzt unter der Schnatt. Und von 10 Worten sind nur 9 Worte, weil Wort ist Wert. Das heißt, ein Wort ist kein Wort. Und das ist ein Satz, verstehen Sie? Von den 10 Worten sind nur 9 Worte Wort. Also ein Wort von den 10 Worten ist kein Wort. Und dieser Satz hat komplett einen Content und sagt aus, dass 9 Worte Worte sind. Und eins von den 9 Worten ist kein Wort. Ja, so kannst du das aber sagen. Verstehst du? Ja. Den Content muss ja raffen. Das ist ein Test. Verstehst du? Das ist ja Schnatt. Wer den Content nicht rafft, ist present. Und wer den Content rafft, ist tatsächlich Content equal haben. Und du meinst nicht alle Worte wahr. Das sind dann keine Worte, weiß ich ja, während ich das sage. Verstehen Sie? Und so spricht der Elementarer, das ist richtig. Weil du meinst nicht alles wahr, alles im Zusammenhang. Jeder Mann ist sowieso. Geht nicht anders in unserer Welt. Ja. Weil wir haben Presence, ja. Die mithaben. Die sind nicht Content. Ein Present hat Haben, aber nicht Content. Presence sind Teil des Habens mit einem falschen Content. Und deswegen, wenn du was sagst, ja, ist da, ich meine, das nicht wahr, drin, als Unterhalter-Control. Das geht nicht anders. Und in dem Satz drin zu haben, die Unterhalter-Control, also jeder Satz ist Content, jeder Satz ist ein Complete, jeder Satz ist Wert. Und jeder Satz ist Content. Aber da ist Unterhalter-Control drin, in jedem Satz. Während jeder Satz Content ist. Das ist höher, als wenn du ein Hin und Her bist und du sagst, Sätze, die sind komplett wahr oder Sätze, die sind komplett nicht wahr. Weil nämlich überhaupt nicht geht. Was unsere Welt hat, ist, wenn du einen Satz sagst, ist dieser Satz Content. Und zwar immer. Und Control von Unterzuhaltenem. Und du hast Sachen mit eingebaut in dem Satz, die nicht wahr sind, als Schnatz. Und die das nicht haben, sind unter der Schnatz und dann erkannt in der Methode hoch, das sind Unterzuhaltende und wir wandeln die. Und wir leben haben, was der Content ist von dem Satz. Und dieser Satz ist ein Element in mir. Ich bin Content. Produzent. Für TV. Ja, das ist nicht mein höchstes. Aber das ist eins, was ich tue, weil ich verdiene TV. Ja. Ich verdiene meine Marriott Show. Ich verdiene alle möglichen Details, die ich habe. Ich bin ein Höherlapp. Wert
Sonst könnte ich das hier nicht sein. Ist Razor the Tazard. Das Athletikus. Razor the Tazard. Bin Korrespondent on Lab.